Es sollte ein unterhaltsames Trainingslager werden, draußen im Grünen, weit weg vom hektischen Kreuzberg in Lindo bei Bernau. Dahin waren die Jugendspieler des türkischen Fußballvereins Türkiyespor gereist. Aber statt Idylle gab es Streit und es gab rassistische Beleidigungen. Wir hatten es ja schon berichtet. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft. Die jungen Fußballer sind wieder zu Hause. Hier im Kreuzberger Clubhaus von Türkiyespor herrscht bedrückte Stimmung. Die Fußballer aus der B-Mannschaft wurden nach ihren eigenen Angaben am Dienstagabend von Lindower Jugendlichen angegriffen. Einen Tag zuvor waren sie verbal beleidigt worden. Für die Türkiyespieler hatten die Lindower eindeutig fremdenfeindliche Motive. Ich denke mal, dass die Nazis waren, weil die gesagt haben, zurück nach Istanbul. Hitlerzeichen gemacht haben. Sie haben auch den Hitlergruß gemacht, dann scheiß Türken, ja, scheiß Dönerfresser, zurück mit euch ab nach Istanbul und so alles Mögliche. Ja, wir werden euch vergasen und so alles Mögliche, haben sie uns gesagt. Bei den Auseinandersetzungen vor diesem Einkaufszentrum erlitten zwei Jugendliche Verletzungen. Ein Türkiyespieler fällt wegen einer Oberschenkelprellung mehrere Wochen aus. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatten beide Gruppen Schlagwerkzeuge dabei. Für die Spieler von Türkiyem war das reine Selbstverteidigung. Wir haben uns gewehrt. Und ja, aber nach diesem Baseballschlag gegen Hakan sind wir dann weggelaufen. Hatten wir große Angst und ja, ist dann abgehauen. Der Staatsanwalt in Neuruppin ermittelt nun gegen beide Jugendgruppen. Ihnen wird unter anderem gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Beide Gruppen trafen sich bewaffnet vor diesem Supermarkt, wo es zu einer Auseinandersetzung kam mit leichten Verletzungen auf beiden Seiten. Wegen dieser Auseinandersetzung ermitteln wir wegen Landfriedensbruchs sowohl gegen die Lindower Gruppe als auch gegen die Berliner Gruppe. Der Türkiyem-Trainer brach nach dem Vorfall das Lager ab. Die Gruppe fuhr gestern Abend nach Hause zurück. Die Berliner wollen vorerst nicht mehr nach Lindow fahren. Es wäre nicht gut, jetzt gleich ein Jahr später dorthin zu fahren. Wir werden uns höchstwahrscheinlich einer anderen Anlage uns widmen und anschauen, ob wir dort dann hinfahren könnten. Wir sind hier in Berlin geboren. Ich werde dieses Jahr mit meinem Abitur anfangen. Und es geht mir jetzt schlecht, wenn ich jetzt sehe, dass ein paar Jugendliche mich angreifen, weil ich ein Türke bin. Der Bürgermeister von Lindow will nun beide Seiten zusammenbringen und sie versöhnen. Ich kann nur eins sagen, das wird es als Stadt natürlich sehr, sehr bedauern, dass es zu solchen Vorfällen hier gekommen ist. Und alles daran setzen werden, natürlich hier irgendwo, ja, exakt Lösungen zu finden, in Gespräch zu kommen mit Betroffenen, mit Beteiligten. Und versuchen wollen natürlich, dieses Thema aufzuarbeiten für die Stadt. Nun hofft Lindow auf schnelle Aufklärung. Sie will nicht als ausländerfeindliche Stadt abgestempelt werden.